In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit Fermcat misst draußen im Feld. Und bei der Gelegenheit zeige ich Ihnen auch, wie man in Baden-Württemberg speziell da ein neues Projekt anlegt und die Reservierungsdaten und Bestandsdaten einliest. Das machen wir hier mit neuer Auftrag anlegen, Jahr 20, Auftragsnummer 3. Das Projekt wird angelegt, geht auf und jetzt lesen wir uns die Bestandsdaten ein. Diese Bestandsdatendatei wählen und einlesen und jetzt die restlichen Reservierungsdateien auswählen und einlesen. Als erstes die Auftragsrissnummer einlesen, also die Veränderungsnummer wird hier eingelesen und jetzt kommen die reservierten Flurstücksnummern dazu und als letztes die reservierten Punktnummern. Damit werden wir jetzt mit dem Anlegen des Auftrags fertig und wir gucken uns in der Grafik an, wie es aussieht im Standardszenario. Ich brauche jetzt das Riss-Szenario, in dem wir messen wollen. Jetzt ordne ich mir mein Kettenbisschen auf dem Bildschirm an. Jetzt sehe ich hier mein CAD und meine Projektdatei. Und ich kann hier noch die Layout-Einstellung vornehmen. Für das Messen wäre es nicht schlecht, wenn wir größere Icons hätten. Und so weiter. Also ich kann so ein extra Messen-Layout mir einstellen. Da ist hier das CAD-Fenster richtig groß und mein Fehler- und Hinweisefenster ist ja hier unten angedockt. Ich docke es einfach nochmal hier unten an. So. Jetzt kann ich es hier auch ein bisschen kleiner machen. So. Vielleicht noch ein Stück hier rüberziehen. So, mit dem Gerät hatten wir uns verbunden über Bluetooth. Und können so, da ich mich im Büro befinde, habe ich natürlich mein Messgebiet nicht vor mir und ich tue so, als wenn ich mit GNSS 4 Anschlusspunkte gemessen hätte und die hole ich mir einfach aus einem vorhandenen Projekt mit Copy und Paste in mein Projekt. Also ich habe hier mit GNSS diese Punkte gemessen und die hole ich mir hier in mein Projekt rein. Jetzt mache ich das Projekt wieder zu. So. Ja. Jetzt öffne ich meinen Messungsdialog. Und hier ist automatisch verbinden eingestellt. Grüne Schrift verbunden mit meinem Messgerät 1, 2, 3. Ich könnte auch ein anderes wählen hier. Ja, verbunden bin ich. Jetzt kann ich auf Tachymeter gehen und kann einfach sagen, erster Standpunkt V100. Standpunkt vorübergehender Bedeutung Nummer 100 und den speichere ich mir ab im Projekt. Als nächstes trägt mir Fermcat sofort eine neue Punktnummer ein, O wie für Orientierung mit dem Flag R. Klick, klick, Doppelklick auf das Flag, sehe ich, aha, Richtungsanschluss oder Abschluss. Und wenn ich das Flag R so bestätige, schaltet sie oben sofort auf nur Richtungsmessung. So ist mit Strecke, so ist nur Richtung. Ich gehe auf Messen und speichern.
So, also ich weiß, dass ich mich hier in dem Gebiet befinde und kann jetzt einfach mal die Punktnummern einschalten. Aha, mein V1 Zielstrahl schalte ich mir an, den Laser, dass ich es besser sehe. Den V1 wähle ich mir hier mit meinem Autofang und fange Punkte. Klick, den trägt es mir hier ein. Das ist die V4. Ne, das ist der falsche. Also V1 wollte ich wählen. Den hier. V1. Jetzt schalte ich wieder auf Streckenmessung um. Gehe auf Messen. Messung wird ausgeführt. Und ha, falschen Fleck gewählt. Klick, klick. Anschlusspunkt bist du. Speichern. Wenn ich nicht immer Messen und Speichern drücken will, kann ich auch sagen, also wenn hier alles gut geht beim Messen, dann bitte Messen und Speichern. Also, nächster Anschlusspunkt, V1, die V2. Ich drehe mein Messgerät und richte es ein auf mein Ziel, V2. So gemacht. Messen und Speichern. V2. Gemessen und gespeichert. Jetzt V3. Punktnummer wählen, V3, speichern, messen und speichern. Jetzt die V4, messen und speichern. Und nochmal mein Anschluss, das war das O Richtung, nochmal einrichten. Oben wird sofort nur auf Richtung umgeschaltet, messen und speichern. Und ich sehe, aha, Richtung stimmt ungefähr überein, scheint alles zu passen. Jetzt drücke ich hier oben mit der Maus F9. Und jetzt sehe ich sofort meine Anschlussinformationen, wie passt mein Standpunkt. Und im CAD habe ich sofort den Standpunkt signalisiert und könnte jetzt weitere Punkte messen. Zum Beispiel kann ich sagen, der Punkt, das ist ein Bestandspunkt. Und den könnte ich jetzt hier mit dem Fleck gemessen, messen und speichern. Lustigerweise habe ich den Punkt natürlich jetzt gar nicht angezielt, sondern mein V1, weil ich hier eingestellt habe, automatische Punkterkennung, hat er sofort gemerkt, ach, das ist gar nicht der Punkt, den ich gewählt hatte, sondern das ist der V1. Aber ich mache mal die automatische Punkterkennung aus und messe jetzt nochmal diesen Punkt. Messen und speichern. Jetzt wird der Punkt hier abgespeichert. Das ist die vorläufige Stationierung. Hier ist es ein bisschen vereinfacht mit dem Messen der Anschlusspunkte und der Orientierungsmessung. Wenn Sie katasterkonform messen wollen, können Sie auch Stationierung Gebäude und Stationierung Kataster wählen. Ich stelle mal auf Ja. Dann steht das hier oben über dem Messungsblock drüber. Und bei F9 wird jetzt hier viel strenger geprüft, ob das eine wirkliche Katastermessung ist oder ab noch irgendwas erwartet wird. Hier zum Beispiel steht Standpunkt V1, Anschlusspunkt erwartet. Also er erwartet nach der letzten Orientierung schon nochmal die Anschlusspunkte gemessen. Aber wir haben jetzt hier eine vorläufige Stationierung gemacht. Als Beispiel. Ja, also viel Spaß beim Ausprobieren. Hier mit der automatischen Punkterkennung kann man im Feld ganz gut messen.
Man muss praktisch nicht ständig den Punktnummer wählen, sondern wenn der Messgehilfe an dem Punkt ist, der aufgemessen wird, erkennt Fernkette automatisch die Punktnummer. Ja, wenn man die Messung beendet hat, kann man hier das Fenster einfach schließen. Fernkette deconnected, die Verbindung zum Tachymeter. Man hat sie am Piepen gehört. Und ja, unser Messungsblock ist fertig hier im Projekt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.